Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eternal Darkness. Ja, im letzten Part haben wir den Zauber beendet und nun sollen wir hier transportiert werden. Ich glaube, wir kommen gleich zum Endboss und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich nicht nochmal ein wenig wappnen sollte. Im Sinne von mich nochmal erholen und all so ein Zeug. Weil da möchte ich nicht so drauf los. Komm erstmal eben. So. Ein Schild möchte ich auch nochmal eben sprechen. Ja, das war jetzt zu früh, wa? Da hatte ich gerade meine Waffe. Oh. Ups. So. Super, jetzt habe ich ein bisschen wenig Magie. Ich glaube, ich renne hier noch ein bisschen rum. La 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 la. Ah, es verfolgen mich schon wieder rote Kugeln. Dum, 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 dum. Mal gucken, welche Sprüche habe ich denn auf Schnellspruch? Okay. Ich glaube, ich lege die mal um. Wie ging das nochmal? Oh, ich hab's vergessen. Welche kann ich denn gebrauchen? Ich weiß, dass ich das Schild auf jeden Fall brauche. Zuordnen. Wo packe ich's hin? Links. Was könnte ich jetzt noch gebrauchen? Erholung. Das lasse ich auch lieber niedrig. Das packe ich wieder genauso. Das rechts. Oh. Ich will das immer noch da oben haben. Aufhebung. Aufhebung brauche ich, glaube ich, gar nicht. Isolierung wäre gut, aber kleiner. Moment. Moment. Ach, egal. So. Okay, ich fühle mich besser gewappnet. Dann jetzt aber los. Hallo, wo ist meine Waffe? Ach so, ich habe ja immer noch. So, schon besser. Ah, hier bin ich wieder. Dum di dum di dum. Yay, ein Spaziergang. So. Mal sehen. Ich glaube, wir müssen wieder zum Dingsens zurück. Dingsens, ja toll, wie heißt das Ding eigentlich? Da, wo die ganzen, wie hießen die noch? Wo die ganzen, ach ja, Essenzen draus sind, hier. Beziehungsweise, ja, hierhin. Jetzt brauche ich ein neues Schild. Ja, ich bin gerade etwas überpingelig, ich weiß. Machen wir noch mal eine Runde um das Ding rum. Damit ich mich mal ein bisschen aufladen kann. Dumm-di-dumm-di-dumm. Speichern wir noch mal vorher. Ja, ich bin gerade übervorsichtig. da. Ach ja, wir haben übrigens einen besonderen Gast. Meinen Kater. Und ich glaube, er könnte zwischendurch ein bisschen nerven, möglicherweise. Hallo Katerchen, du kannst jetzt nicht kuscheln. Hier ist kein Platz für dich. So. Ja. Ja, soll das spielen. Obwohl, nein, ich habe ja gerade gespeichert. Nein. Kater, das ist... Du störst.
Er ist mir gerade wirklich auf den Schoß geklettert. Och Manu, meine Schilder sind weg. Oder? Sind die gleich wieder da? Miss Rivers, you're just in time. The summoning spell I began 2000 years ago is finally complete. You will now have the honor of becoming the first morsel for my lord, Chaturga. An appetizer for the banquet your race shall provide. You forget what it means to be human, Pius. The human race will never go quietly into the darkness. For as long as you have spent summoning your lord, people have struggled against you. Now, thanks to their efforts, I have three of the ancient's essences. Now, Pius, this is the end. The end indeed. Oh, Chaturga, du siehst so nett aus. Das ist ja eine Qualle. Okay. Ja, sorry Leute, dass ich da mitten reingequatscht habe in die Cutscene. Aber das Viech kannte ich definitiv noch nicht. Wie es aussieht und deshalb war ich da ein bisschen neugieriger. Beziehungsweise etwas überrascht, dass es wie eine Qualle aussieht. Halt, wo ist das? Oh, verdammt. Wie funktionierte das noch? Hallo? Ah, so. Ja, okay, gut. Ich will eigentlich nur darauf schlagen. Momentan. Aber ich brauche ein Schild. Das ist mir gerade echt wichtig. Wow, hau ab. Okay. Au! Oh, Mist. Wo hatte ich nochmal mein Schild? Da nicht. Alex, lauf! Au. Ja, das war jetzt nicht so super. Ich muss mal kurz gucken, wo ich was hab. Schild links, Erholung rechts. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Wow, knapp. Hau einfach ab. Okay, ich bin auch überhaupt nicht verrückt. Nein. Ich schaff das. Ich hab den zwar noch nie besiegt, aber ich krieg's bestimmt hin. Irgendwie.
so soll meine Schilder hören. Ach, er hat die weggezogen. Verdammt, das war nicht mein Plan. Da habe ich nicht drauf gedrückt. Oha. Da. Ah! Was ist jetzt? Was ist los, Elia? Okay. Wow, hier stehen echt alle Statuen, oder? Plötzlich Elia. Mist. Ich bin schneller, momentan jedenfalls. Autsch. Mieser Kerl. Oh. Cool. Jetzt bin ich. Wie hieß er noch? Ich hab's vergessen. Da. Oh Mann. Alex, lauf! Bis jetzt geht's eigentlich. Wow. Noch. Aber ich sollte ihn langsam mal wieder schlagen. Autsch. Das tat dann wohl weh. Oh ja. Gut, okay. Halt. Nicht gegen ihn laufen. Wäre besser. Okay. Nein. Treff doch. Wie kann der denn daneben schlagen? Geht ja mal gar nicht. Was passiert? Okay. Jetzt bin ich zu früh gelaufen. Verdammt. Okay, toll. Er hat überall Schutzschilder. Gefällt mir gar nicht, muss ich leider sagen. Meine sind weg. Tschüss. Nein, hör auf damit. Pfui, aus. Jetzt ist es weg. Au. Oh, Mist. Dumm. Wo ist es hin? Oh, Mist, da hinten. Und tschüss. La. Oh, hi, Maximilian. A. B. C. Maximilian, du bist definitiv zu langsam. Oh, das war knapp. So. Oh. Hallo. Wer bin ich jetzt? Jetzt müsste... Der Mönch. Wie ist denn der nochmal? Weiß das irgendjemand? Hau einfach ab. Ich habe keine Zeit für dich. Musste ich erstmal töten. Ja, diese Logik ist logisch.
Oh, geh weg. Hau einfach ab. Geh einfach weg. Kusch. Okay, nun. Autsch, wie cool. Oh. Ja, das sieht schmerzhaft aus. Hatte aber definitiv Stil. Was machst du jetzt? Jetzt machst du die Dinger im Weg, oder wie? Hab ich ihn verletzt? So. Oh, okay, geht. Okay, geht. Das ist okay. Nein! Ah, verdammt. Das war nicht so toll. Mist. 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 Mist! Ah! Mist, 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 Mist! Hau einfach ab, blöder Kerl! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, dass ich so viel rumrenne, sonst hätte ich echt Probleme mit meiner Magie. Mist. Jetzt bin ich auch noch hier drin angesperrt. Klasse. Super. Nicht? Ah, Glück gehabt. Na, wo bist du? So, die sterben wäre sehr nett. Wär's wirklich. Oh mein Gott. Tauch nicht einfach so neben mir auf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ein bisschen eng. Na toll. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Oh, er humpelt. Yes, 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 yes. Seht ihr das? Er rumpelt und zwar wunderschön. Die sterben. Die einfach sterben. Geh. Hau ab. Bist du tot? Bist du tot? Aha. Aha. Ich habe ihn getötet, habe ihn getötet. Au. Wie fies. Im Grunde nimmt die Qualle doch nur Teile weg, oder? Oh. Ah.
Tja, ich würde behaupten, sein Gott ist erledigt. The darkness is not so easily destroyed. No, my death is just the beginning. Find this creature. It cannot be allowed to remain in this universe. Auf ihn projizieren. Schutz. Rufen. Absorbieren. Aufheben. Mist. Ich weiß es nicht. Absorbieren. Oder Schutz. Wofür gibt's denn absorbieren? Ich würde sagen absorbieren. Good heavens, no, not that one. Ah, danke. Gut, dass du mir das sagst. Ah, that's the ticket. Oh Gott, Qualle Wahl. Wow, so leicht entledigt man sich also eines Gottes. It is finally over, my dear. The Ancients' plans are finished. For now, at least. You have proved to be an incredibly courageous young woman. Your mother and father would have been proud of you. Just as I am. I'm sorry it had to be like this. It's not quite the inheritance I had in mind for you. But there was so little time. And so much to do. Goodbye, Alex. I will miss you. As I gazed up at the ancient I had brought into this world to stop Pius, my mistake was made clear. This ancient could lay the world to ruin just as easily as Pius's would have. And yet, as quickly as it began, it ended. To think that once I could not see beyond the veil of reality, to see those who dwell behind. I was once a fool. Finsternis, seit 2 Millennien bemüht, die Herrschaft zu erlangen, wurde erfolgreich besiegt. Dieser Sieg stellt den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit dar. Soll dieses Ereignis in das Geschichtsbuch der Menschheit eingetragen werden? Ja, diese Frage, die wird uns nun gestellt, weil man das Spiel im Grunde 3-mal durchspielen soll. Auf verschiedenen... Ich wollte sagen, mit verschiedenen Cutscenes und Endings. Schließlich soll jeder Gott mal drankommen. Und dann kriegt man das wahre Ende des Spiels. Das ich euch aber nicht mehr zeigen werde, denn ich habe nicht die Muße dazu, das jetzt noch 2-mal durchzuspielen. Tut mir leid. Ja, also
Mir hat das Spiel echt gefallen. Naja, sonst hätte ich es euch auch nicht gezeigt, weil es war ja schließlich nicht blind. Wie hat euch das Spiel denn gefallen? Also ich gebe zu, einige Sachen finde ich nicht so ausgereift. Irgendwie hat man das Gefühl, man hätte es teilweise noch besser vertiefen können. Aber ja. Und so denkt man natürlich, hey, wäre doch super für einen zweiten Teil. Und es gibt echt viele Leute, die wohl glauben, es käme noch ein zweiter Teil. Oder es gehofft haben zumindest. Aber ich glaube da nicht dran. Nicht wirklich. Und wenn, dann würde ich mir auch eher eine Neuinspiration dieses Teils wünschen. Meinetwegen auf der Wii U. Also das wäre eigentlich ziemlich cool mit den ganzen verrückt werden. Also ich würde es ziemlich cool finden, wenn das modern angepasst werden soll. Und vielleicht auch ein bisschen weitreichender. Also ich finde das Spiel so schon recht kurz. Vom Inhalt her auch nicht so viel. Ich meine, es ist dieses Konzept durch diese ganzen Zeiten finde ich auch auf jeden Fall cool. Aber ich fände schöner auch ein paar mehr theoretische Story-Sachen drin zu haben. Naja, aber wahrscheinlich wird da nie eine Neuauflage kommen oder sowas. Also Träumerei. Wow, der Part ist echt lang geworden. Und was habt ihr von dem Spiel gehalten? Schreibt mir bitte euer Resümee in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren. Mir liegt ja was an dem Spiel, deshalb wollte ich es euch zeigen. Weil ich der Meinung bin, so viele kennen es nicht, aber wenn es für euch nicht so toll ist, dann sehe ich das ein. In den Himmel loben kann man es jetzt nicht. Es ist ein guter Geheimtipp, meiner Meinung nach. Also wenn man sowas in der Richtung gar nicht hat auf der GameCube, sonst nur so Mario-Spiele, ist das mal eine tolle Abwechslung, meiner Meinung nach. Und ich spiele ja sonst noch Nintendo-Spiele zum Großteil. Deshalb fand ich das Spiel damals auch richtig klasse. War ja auch mein erstes Spiel ab 16 und Horrorspiel in dem Sinne jetzt. Es gehört ja zum Horrorgenre, auch wenn es da irgendwie nicht so reinpasst vielleicht. Ich muss auch sagen, damals habe ich mich gegruselt. Na, jetzt erschrecke ich mich höchstens noch. Aber man ist anfangs ja immer irgendwie sehr empfindlich, ne? Naja, dann, Leute, verabschiede ich mich mal von euch und würde sagen, genießt schön weiter den Abspann oder schaltet jetzt einfach weg, wie ihr wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt, das übrigens Zelda The Twilight Princess sein wird. Ich habe, glaube ich, in irgendeinem Part gesagt Ocarina of Time, aber das war nur Tülü. Ich habe nicht ganz aufgepasst. Ja, und ich freue mich dann, euch da demnächst begrüßen zu können. Bis demnächst. Ciao.